Ich begrüße euch zurück. Ich habe immer noch diese fürchterlichen Haare. Oh Gott, ich sehe aus. Das passt zum orangenen T-Shirt. Oh Gott, Leute, was habe ich getan? Warum habe ich das getan? Das sieht so schrecklich aus. Und alle Friseure sind zu. Alle Friseure sind zu. Ich bin aufgewacht. Ich habe in den Spiegel geschaut. Da war es noch dunkel. Ey. Ja. Egal. Es nutzt nichts, ne? Es ist jetzt so, wie es ist. Ich wollte mir, also gestern habe ich euch gesagt, dass ich mir da heute noch ein paar helle Strähnen wenigstens, also nicht in den Ansatz, da mache ich jetzt gar nichts mehr dran, sonst fallen die mir noch aus, aber hier, wo es so fleckig ist, paar helle Strähnen macht, dass es nicht so auffällt, ne? Aber ich lasse die heute erstmal ganz in Ruhe und mache das morgen. Wenn die Wehen jetzt einsetzen, dann muss ich so ins Geburtshaus. Dann setze ich eine Mütze auf. Oh Gott, ey. Da hier YouTube und Vlogs, ne, das ist so wie gut in guten und in schlechten Zeiten. Ihr seht mich in allen Lebenslagen, echt. Was wir schon alles zusammen durchgemacht haben. Ja, neuestes Projekt, Haare-Fail. Ja, echt Mist mit dem ganzen Lockdown. Das wird ja morgen, also ihr seht ja immer ein paar Tage zeitversetzt die Videos. Morgen wird entschieden, ob der Lockdown verlängert wird, aber es steht ja eigentlich schon fest, dass er bis Ende Januar geht. Also ja, bis dahin, das ist ja noch ein Monat ungefähr, ist es schon wieder ein bisschen rausgewachsen und man hat sich dran gewöhnt. Da brauche ich auch nicht mehr zum Friseur gehen. Ja, egal, es nutzt nichts. Wir haben jetzt kurz nach 9, wir sind aber schon länger wach. Und eigentlich habe ich euch gestern auch erzählt, dass ich hier den Weihnachtsbaum heute, also ganze Geschmücke, alles abbauen möchte, abfummeln möchte. Ich hatte ja gestern voll so Nestbautrieb und Wehen abends. Die waren auch über Nacht da, weiterhin die Wehen. Ich habe sehr, sehr, sehr schlecht geschlafen. Wie sehr oft, aber in letzter Zeit ging es eigentlich, aber ich habe halt schlecht geschlafen. Ich bin aufgewacht, ich hatte hier die Seite komplett voll, also so richtig geschwollen mit Wasser. Ihr wisst, ich habe so Wassereinlagerungen in der Hände und in den Füßen jetzt schon die letzten Wochen eigentlich immer, aber dass so das halbe Gesicht dick war, das Auge hier vor allem, also das ging gar nicht richtig auf, das hatte ich noch nicht. Und ich lag halt auf der linken Seite und deswegen, also die ganze linke Seite war dicker als die rechte. Und dann bin ich aufgewacht und habe ich erstmal richtig losgeheult. Weil ich so, das tut so weh, das Laufen mit diesen dicken Füßen und die Hände zu knicken, das tut so weh. Und dann wache ich halt auf mit dieser Haarfarbe und mein Gesicht zur Hälfte total geschwollen. Dann der Bernd, der hat mich so süß getröstet. Ja, und ich weiß nicht, ob ich heute abschmücken werde oder ob ich es einfach lasse. Ich bin so müde und mir tut alles so weh. Aber ich würde es gerne fertig haben, dass wenn es losgeht, dass ja, der Weihnachtsschmuck weg ist. Ich will das nicht machen, wenn die Kleine da ist. Und man weiß ja nicht, es kann ja jeden Tag losgehen. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ein ja nicht so toller Tag. Ich habe jetzt gerade, da seht ihr den Laptop, habe ich auf dem Sofa das Video von gestern geschnitten. Wie ich abends halt auch hier sitze mit meiner super tollen neuen Frisur. Oh Gott, ey. Ja, es nutzt nichts. Es wird nicht besser. Also ich könnte mir noch einen Zopf machen, wenn ich jetzt keine Mütze tragen möchte und den Pony zur Seite, aber es sieht auch schrecklich aus. Ja, also es tut mir leid für Augentodes. Blick, also dass euch die Augen wehtun. Ich kann ja immer so vloggen. So geht es noch etwas besser. Naja, wir schauen mal. Bernd ist oben im Büro, der muss ein bisschen arbeiten. Smurfy liegt auf dem Sofa und schläft und Calvino schläft auch noch. Und ja, ein ganz entspannter Montag. Komm, Smurfy, komm, wir gehen aufs Sofa. Hier ist unsere Chill-Ecke. Ganz gemütlich. Ich habe mir ein Wasser gemacht mit Eiswürfel und einen schwarzen Tee mit Zitrone und Zucker. Heute bin ich mal Mr. Right. Smurfy weiß schon Bescheid. Wir waren gerade spazieren.
Nee, oh, das war fein, ne? Warst du schön eine Runde mit uns, Taita? Und ich hatte eine Mütze auf. Geh schön auf deinen Platz oder unter der Decke, wo du willst. Ist mir egal. Ich habe heute was bestellt. Ganz viel habe ich bestellt heute. Einmal brauchten wir unbedingt neue Bettwäsche. Wir haben nämlich oben in unserem großen Familienbett, jetzt liegt er hier unter der Decke. In unserem großen Familienbett haben wir zurzeit die 2x2 Meter Bettdecken, zwei Stück. Und die kann man zusammenknöpfen oder halt auseinander. Wir haben sie auseinandergeknöpft, nutzen wir sie, also dass jeder eine 2x2 Meter Decke hat. Und das sind diese Bettbezüge. Da werden die mit runtergenommen heute, die Decke, weil wir ja hier hauptsächlich liegen. Und die haben Reißverschluss, wie so viele Bettbezüge heutzutage. Was ja auch eigentlich super praktisch ist mit Reißverschluss, aber bei uns ist es jetzt schon öfter der Fall gewesen, dass die Reißverschlüsse mit der Zeit einfach kaputt gehen, dass sie ja so richtig aufreißen, dann kann man die nicht mehr zumachen. Das ist jetzt bei der Bettwäsche auch der Fall. Und dann geht die Decke halt da immer so raus und es sieht total doof aus. Aber es ist eigentlich schade, weil der Bettbezug funktioniert ja noch, aber ich kann auch keinen neuen Reißverschluss selber da reinnähen, erstens. Und zweitens, wenn ich das machen lasse bei einer Schneiderin oder beim Schneider, dann ist es so teuer, da kann ich mir auch noch einen Bettbezug holen. Dann haben wir noch Bettdecken, das sind diese hier, die 1,55 mal 2,20 m. Die sind ja jetzt hier im Bettkasten drin, vom Sofa, frisch gewaschen. Für Bernds Eltern, wenn die uns hier vertreten, wenn wir ins Geburtshaus gehen. Dann, falls sie hier schlafen auf dem Sofa, dass das alles frisch gewaschen ist. Ja, und jetzt habe ich überlegt, weil diese 2x2 Meter Bettdecken, die sind halt, Bettbezüge, sind halt wesentlich teurer als die 1,55 mal 2 Meter. Oder? Nee, was war der Grund? Nee, der Grund war, dass wenn kalt ist, dann können wir diese Decken hier, das ist auch Winter und Sommer. So war das, weil da haben wir vier Decken, die wir zu zwei machen können. Die können wir zusammenknöpfen. So, hat das Sinn ergeben? Ich weiß es nicht. Und deswegen nehmen wir jetzt halt wieder die Bettdecken. Und jetzt habe ich zwei verschiedene Sets bestellt bei Otto. Denn bei Amazon da hatte ich zuerst geguckt, da waren die erstens teurer als bei Otto. Und zweitens waren die mit Reißverschluss. Und ich habe jetzt welche mit Knöpfe gefunden, zum Glück. Und ja. Jetzt haben wir nämlich einen, weil wir haben zwei verschiedene Bettbezüge in 2,20 m, 2 Meter mal 2 Meter. Und immer wenn ich das Bett beziehe jetzt aktuell, dann muss ich mich beeilen, weil dann muss ich halt morgens zwei Maschinen Wäsche waschen, damit ich es nachmittags wieder drauf machen kann, weil wir die alle brauchen. Und jetzt haben wir halt zwei Bezüge. Ich habe immer Biber-Bettwäsche und einmal normale, nicht normale, so. Halt einfach Baumwolle, aber nicht Biber, sondern so normalen wie Renfors Bettwäsche bestellt. Dann können wir halt wechseln. Dann kann ich die morgens abziehen, die Betten, oder abends, ist ja dann egal. Den neuen drauf machen und den anderen einfach in Ruhe waschen. So. Hat das jetzt Sinn ergeben? Ich weiß es nicht. Dann habe ich bei DM bestellt, weil ich habe mir so ein Shampoo bestellt, damit ich eventuell diesen Gelbstich etwas rausbekomme. Keine Ahnung. Hast du es denn gleich, Etty? Der ist total. Weißt du nicht? Ja, komm hier, ich mach die Höhle. Pass auf. Komm hier, Smurfy hier. Hopp, komm hier. So. So, er mag das nämlich, wenn man die Beine so anwinkelt, dann kann er sein Köpfchen da drauflegen. Gar nicht verwöhnt. Ja, da habe ich dann halt zwei Sets, also 2x2 Bettwäsche bestellt. Gleiche, einheitliche. Dann habe ich noch einmal Spannbettlaken bei Amazon bestellt. Was habe ich noch bei Amazon bestellt? Neue Eisentabletten brauchte ich. Meine sind bald alle. Diverse Sachen. Und bei DM halt, ja, ganz normal Haushalt. Eigentlich wollte ich da ja nicht mehr so bestellen, habe ich euch erzählt. Wegen alles packen die in Plastik ein. Aber ich habe nicht viel Flüssiges bestellt. Und sowas wie Shampoo ist zwar flüssig, aber ich meine jetzt hier so Waschpulver und so. Das ist ja nicht flüssig und das bestelle ich dann gerne bei DM. Da muss ich da nicht hin. So, okay. Das habe ich euch einen erzählt. Ich sehe aus, ne? Fürchterlich, fürchterlich. Aber sowieso sehe ich schrecklich aus. Ringe, blass, müde.
Ja. Gut, ich habe übrigens eine neue Serie angefangen. Die gucke ich aber alleine. Also immer, wenn Bernd oben im Büro ist. Hier, das ist Bridgerton auf Netflix. Das ist leider nur eine Staffel bis jetzt. Das handelt so um 1817 oder so ist das. Und da werden die Junggesellinnen bestmöglich verheiratet oder wollen die bestmöglich verheiraten. Und ja, es ist ganz lustig, aber es ist jetzt so nichts, was Bernd interessiert. Es ist halt so eine Frauenserie, würde ich jetzt mal sagen. So ein bisschen schnulzenmäßig. Aber kann man ganz gut nebenbei gucken. Ich bin jetzt erst bei Folge 2. Ich habe jetzt doch ein paar Strähnchen reingemacht. Und es ist immer noch mega blond, ich weiß. Es ist total unnatürlich und Barbie-mäßig, ich weiß. Aber diese Flecken sind etwas besser geworden. Wenigstens etwas. Ja. Und morgen werden sie wahrscheinlich ausfallen, die Haare, weil die so zerstört sind. Egal, gewöhnen wir uns daran? Bestimmt, ne? Den Pony muss ich auch schneiden. Ja, gut, ich bin jetzt Barbie Michaela. Ich kann gar nicht weggucken, das leuchtet so richtig, ne? Naja, wenigstens ist dieses enorm fleckige etwas besser. Ja. Egal, Bernd und Calvino sind jetzt mit dem Hund spazieren. Ich wollte mir meine Fingernägel noch machen. Ich muss die feilen. Ich mache die ja immer so rund. Ja, ich habe wohl Wasser in den Händen, sorry. Hallo? Hallo? Fokus? No Fokus. Egal, ihr wisst, ich habe die immer rund und ich mache die ein bisschen spitzer, als sie waren. Und dann mache ich da Klarlack drauf. Und mich ärgert das so sehr, dass ich so müde bin, dass ich den Weihnachtsbaum nicht wegmachen kann. Nicht, weil ich den nicht schön finde. Ich finde den total schön noch, aber ich hätte es halt gerne fertig. Einfach so fürs innere Gefühl. Aber egal. Wenigstens habe ich die Flecken schon mal ein bisschen behoben. Man kann nicht alles haben. Jetzt Schluck auf. Die ganze Zeit Schluck auf. Und wenn ich euch das zeigen will, dann hört ihr auf. Ja, ich glaube, man sieht's, ne? Ach, hinhalten. Ich dachte, hinhalten mit, dass er noch warten soll. Darfst du dir was aussuchen aus deiner Leckerchentüte? Immer auf deinem Platz. Ist er doch, sagt er. So, während ich den Baum wenigstens schon mal abgeschmückt habe, so sieht er aus, hat Bernd gekocht. Wir essen jetzt gleich. Ich zeige euch gleich, was es gibt. Und den Baum, den werden wir gleich. Wir haben doch nur so eine Astschere, oder? Ja. Im HWR. Dann mache ich die alle ab. Ich werde das sehr traurig. Hast du gar nicht gemerkt, ne? Naja, da ist der wenigstens schon mal weg. 100 € Baum. Der hat nicht 100 € gekostet. 100 Mark. Auch nicht. So, und es gibt, was ist hier drin? Kartoffelpüree aus der Tüte, ganz gesund. Hier haben wir, wird gerade aufgetaut. In der Mikrowelle Soße von den Rouladen, die leckere. Dann gibt es
dabei Spätzle, Nuggets und Quickies, Rotkohl und Erbsen und Möhren. Und ganz wichtig für die Mutti immer, Püree aus Äpfeln dabei. So richtig, das ist glaube ich so Ruhrpott. Kennt ihr das, dass man dabei... Aber ich den Spargel mit reinschmeißen? Ja, kannst du. Nicht in die Erbsen und Möhren, wegen Calvino, der mag die nicht. Die Spätzle. Isst der dann auch nicht. Können wir eine Mikrowelle warm machen. Ja, halt, dass man das zusammen isst. Wer kennt das? Schreibt uns das mal in die Comments. Können wir einen Spargel mehr machen dann? Ja, können wir machen. Ich hole einen. Wo hast du schon den Scheiß? Man sieht nicht, was ich hier mache. Es geht ja gar nicht. Guck mal unseren schönen Baum an. Wir schneiden die Äste ab hier mit dieser Stange, Schneidemaschine Dings. Ja, jedenfalls, wir schneiden die Äste ab. Für den Kamin wollen wir den Baum nehmen. Ja. Vorsicht! Ja. Ich filme. Ich weiß, ist Special Effect. Ja. Ist noch drin? Na, ey, muss alles. Warum machst du denn jetzt mit ihm den Tisch ganz klein? Wir sind auf Edmund hier. Etty, musst du jetzt auf meinem Stuhl? Oh, ich kann nicht heute Nacht wieder gut schlafen. Schön für dich. Du auch. Was soll ich warten? Noch nicht zeigen? Nur eine Kugel. Noch eine Kugel. Eine Kugel. So. Weihnachtsbaum 2021. Corona-Baum. Was Murphy sagt, endlich haben wir ihn verstanden. Er schrümmelt. Und schrümmeln mit ihm hier. Er ist happy, ist im Paradies. Ich hab ihn abgeschmückt. Okay, das ging schnell. Lichterkette brauchen wir auch nicht. Etty? Oh, leg ihm den hin, sagt er den. Endlich. Endlich sind wir auf einer Wellenlänge mit ihm. Du bist doof, sagt er. So hat er sich das nicht vorgestellt. Alles erledigt. Feierabend. Dann kann ich mich wieder hier in meine Ecke begeben. Ich setze mal die Brille auf. Ich muss immer noch meine andere Brille abholen von Vielmann. Aber wegen dem ganzen Lockdown-Gedöns haben wir es immer noch nicht geschafft, irgendwie die Termine da einzuhalten. So, ich mache das mal hier weg. Mich stört das immer. Also obwohl die Seite inaktiv ist, finde ich das so doof, damit rumzulaufen. Aber das T-Shirt... passt so gut. Ja, jetzt ist er weg, der Baum. Und ja, ganz komisch, er fehlt jetzt. Das Licht fehlt. Und ich habe jetzt hier die Lampe angemacht, die auf der Fensterbank steht. Weil es einem so dunkel jetzt hier erscheint, wo der Weihnachtsbaum weg ist. Man gewöhnt sich echt daran. Bert ist noch mal im Büro. Der muss noch ein bisschen arbeiten. Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten, aber ich mache das hier vom Sofa aus. Und ja, guckt nebenbei meine Serie, dieses Bridgerton oder wie auch immer das heißt. Habe ich euch gezeigt gerade. Das ist echt, meine Schnulze ist ganz okay, aber ist halt nur eine Staffel. Ja gut, meine Lieben, ich würde dann den Vlog hier beenden. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.